Heute bin ich dran mit Wundergeschichten von Gott. Und zwar möchte ich euch die drei Wunder erzählen, die tatsächlich in unserem Schlafzimmer mit Gott passiert sind. Und die erste Geschichte ist nicht so ganz für schwache Nerven. Also seid gefasst, dass es etwas krasser wird, aber ich werde nicht so ins Detail gehen, weil das wirklich ein heftiges Erlebnis war. Aber Gott groß gewirkt hat. Und zwar hat sich damals mein Mann für seine Taufe entschieden, letztendlich. Und am Morgen nach seiner Entscheidung lag ich noch allein in meinem Bett. Und mein Mann war schon aufgestanden. Und ich habe da tatsächlich eine finstere Begegnung mit einer richtig eiskalten, dunklen Gestalt gehabt. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe meine Augen nicht öffnen können. Es war dunkel und ich habe nur alles körperlich wahrgenommen, die Kälte wahrgenommen. Ja, ich habe da auch eine ganz finstere Stimme gehört. Ich konnte nicht identifizieren, was dieses etwas zu mir sagt. Aber das, was ich tun konnte in meinem gelähmten Zustand, ich konnte an Jesus denken. Ich habe zweimal nur gedacht, Jesus ist mein König und habe das innerlich proklamiert. Und Gott hat mir in diesem Moment gezeigt, wie mächtig der Name Jesu ist, weil ich auch wusste, diese Begegnung war real, dazu noch später was. Und wo ich an Jesus gedacht habe, nur höre ich dieses laute Schreien in dieser finsteren Stimme, nein, nein, und diese Gestalt ist fluchtartig davongegangen. Und ich bin deswegen auch nicht verrückt oder das ist wirklich real gewesen, weil mein Mann am nächsten Tag fast so ein ähnliches Erlebnis hatte. Und wir haben daraufhin beschlossen, er lässt sich trotzdem definitiv taufen und wir gehen in Lobpreis. Ja, und ich bin mir sicher, dass Gott das zugelassen hat, damit ich auch noch mehr Glauben und Vertrauen in ihn und den Namen Jesu und generell in Jesus bekomme. Und bis dazu mal hatte ich noch immer mal wieder Angstzustände und Depressionen, vor allem nachts im Dunkeln. Und ich muss echt sagen, obwohl das Erlebnis so krass war, hat Gott meinen Glauben so dermaßen gestärkt, dass die Angstzustände und Depressionen fast weggingen, viel weniger wurden. Ich habe jetzt auch keine Depressionen mehr. Ich habe nachts keine Angst mehr, kann ich wirklich sagen, weil ich weiß, Jesu Liebe ist da und weil ich weiß, wie viel Macht in dem Namen Jesu steckt.